Zögern, die Schanze gerade macht das 1:0. Und die Bayern dahinter. Bevor das Video startet, eine kleine Information vorab. Die Sendungen wurden vorproduziert, weshalb es gut sein kann, dass Spieler noch bei ihren alten Vereinen spielen, obwohl sie in Real Life gewechselt sind. Wir danken für euer Verständnis. Herzlich willkommen aus München, aus der Allianz Arena zum ersten Spieltag der deutschen virtuellen Fußballliga. Der FC Bayern München trifft auf Borussia Mönchengladbach. Es ist das Eröffnungsspiel, auf das wir so lange gewartet haben. Der Meister trifft auf den Vizemeister. Und wenn das kein schlechtes Omen für die Bayern ist, man gewann das letzte Eröffnungsspiel mit 7:0 gegen den aktiven Meister. Heute möchte man unter dem neuen Namen des Meisters in der Liga mit dem neuen Namen eine möglichst gute Figur abgeben. Die Bayern beginnen in Rot von links nach rechts mit Upamecano. Goretzka, klasse Steckpass, Lewandowski, zu viel Platz, Lewandowski! Sofort die erste Chance, ein Raunen geht durchs Stadion. Die Mannschaft von Jason Schramm hat sich definitiv viel vorgenommen. Der Mann, der zuletzt bei Eintracht Frankfurt Trainer war und überzeugte. Lewandowski. Ginter dazwischen. Geht sofort gut los. Keine Atempausen für Spieler oder Fans. Hernandez. Pavard. Müller. Gut kombiniert. Lewandowski abgeblockt. Gladbach muss sich erstmal etwas sortieren. Das Team von Jamal Costa, der noch nicht in Erscheinung getreten ist in der Vergangenheit als Trainer in einem 4-4-2-System. Kimmich. Benzebaini etwas Glück gehabt. Nee, gibt den Eckball. Kimmich. Kommt gut. Nochmal Eckball für die Bayern. Kaum Zeit zum Durchatmen hier. Die Gladbacher, ja, mit durchaus guter Bilanz zuletzt gegen die Bayern in der letzten Saison. Kein einziges Spiel verloren. 2 Siege, ein Unentschieden. Unter anderem im Pokal haute man die Bayern raus. Jetzt aber Sané. Mitte Fee deutlich vorbei. Gladbach wirkt nicht stabil in dieser Anfangsphase gegen den natürlichen Favoriten Bayern. Beide Mannschaften haben Top-Besetzung in ihren Reihen, aber die Bayern natürlich noch etwas extravaganter, was man da anzubieten hat, gerade auch auf der Bank. Jetzt aber erstmal Gladbach mit Stindl vorne in der Mittelstürmerposition. Embolo und Pavard. Sané. Müller. Heute auf der 10. Zu einfach. Bleibt aber am Ball. Müller. Lewandowski. Sommer. Richtig gut dazwischen gegangen. Wichtig. Der Schweizer Nationalkeeper, der schon 66 Nationalspiele gemacht hat. So wichtig für die Gladbacher. Jetzt gibt es die nächste Freistoßsituation. Foul von Leiner. Gibt die gelbe Karte. Und eine äußerst aussichtsreiche Freistoßposition. Hier sehen wir es, das Foul an Lewandowski. Die gelbe Karte auf jeden Fall berechtigt. So, Lewandowski tritt an. Der 33-Jährige kann das auf jeden Fall, gerade aus so einer kurzen Distanz. Versucht das direkt. 19 Meter.
Das könnte das erste Tor der neuen Saison werden. Perfekte Freistoßposition. Lewandowski. So nicht mit Sommer. Gut gehalten. Versucht das Spiel jetzt auch etwas zu beruhigen. Jan Sommer, die turbulente Anfangsphase, die ersten 25 Minuten gehen definitiv auf das Konto der Bayern. Noch ist aber nichts passiert. Embolo. Viel Platz, gutes Auge, Stindl, Neuer. Hätte nicht mehr drankommen müssen, Abseitsposition erkannt. Vom Schiedsrichter gespannt. Glück für die Bayern, die hier erstmals defensiv nicht perfekt aussehen in dieser Szene. Und jetzt auch der Fehler im Spielaufbau. Kimmich macht's wieder gut. Coman. Müller kommt noch dran. Elvedi dazwischen. Goretzka. Sané. Schöner Versuch. Übrigens der Hinweis, es gibt bei uns natürlich auch nicht nur dieses Topspiel zum Eröffnungsspieltag hier, sondern auch am Samstag die Sportschau, unter anderem mit Wolfsburg-Bochum, Stuttgart gegen Fürth, Köln gegen Hertha, Bielefeld gegen Freiburg und Augsburg gegen Hoffenheim. Dann natürlich bei den geschätzten Kollegen. Wir haben natürlich auch noch die Konferenz am Wochenende, am Sonntag. Dazu später mehr. Gladbach hat jetzt hier die Möglichkeit, sich in die Partie zu spielen. Embolo wieder Abseitsposition. Er schließt sich mir nicht, warum sie ihn auf die Außenbahn gestellt haben. Klar, sie können da jetzt schlecht mit drei Mittelstürmern agieren, aber er scheint da auf der rechten Seite bislang etwas verloren. Bei Gladbach ansonsten Thüram auf der linken Seite. Die Bayern spielen in ihrer Grundformation wenig überraschend mit so ziemlich dem Top-Personal, das sich aufbieten lässt. Upamecano. Neuzugang aus Leipzig wird sich auch erstmal beweisen müssen. Hier in München gibt ja durchaus Konkurrenz. Mit Süle, Hernandez, mit dem er hier heute das Duo in der Innenverteidigung bildet. Und natürlich noch weiteren Neuhaus. Stindl, gut gespielt. Embolo, zu wenig, holt aber den Eckball raus. 5 Minuten noch in dieser ersten Halbzeit. Neuer, nochmal Leiner. Thüram bleibt hängen. Also bislang ein turbulenter Auftakt, wenn auch noch nicht mit den Toren. Guck mal. Sané. Abstoß. Also es scheint nicht so torreich zu werden wie in der letzten Saison. Allerdings mindestens doppelt so spannend. Die Partie weitestgehend offen, wie auch beim letzten Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften. Das in der letzten Saison noch unter einem anderen Namen, damals am 32. Spieltag, ein 1:1. Kummer. Nochmal Platz für den Franzosen. Guter Ball, Müller! Das muss die Führung für die Bayern sein, ist es aber nicht. Halbzeit in München, es steht erstmal 0:0 für die Bayern. Das hätte auch ganz anders ausgehen können, gerade jetzt in dieser Situation. Wir sehen uns gleich wieder in den zweiten 45 Minuten. Bis gleich. Die deutsche virtuelle Fußballliga startet durch. Auch morgen am Samstag mit der altbekannten Sportschau. Unter anderem mit Wolfsburg, Bochum und Stuttgart Fürth. Wie kommen die Aufsteiger im Oberhaus an? Die Antworten gibt's morgen um 14:30 Uhr.
Wir sind zurück in München. Es steht weiterhin 0:0 zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach. Die Bayern haben gewechselt. Gnabry kommt für Müller. Auf der anderen Seite Patrick Herrmann. Jetzt neu in der Partie für Florian Neuhaus. Also auch da wird etwas durchrotiert. Mal schauen, ob der Wechsel auf beiden Seiten Impulse setzen kann. Die Bayern jetzt hier erstmals mit Gnabry. Plea. Stindl, Mann hat umgestellt, Embolo und Thuram jetzt auf der Doppelsturmposition. Herrmann erstmal rechts im Mittelfeld zu verorten. Leiner. Embolo. Ja, beide Trainer, beide Mannschaften wirken noch etwas aufgeregt. Jetzt vielleicht wieder Bayern mit Sané. Und Coman! Sie haben es heute per Kopf. Definitiv auch diese Chance nutzen sie nicht. Na gut, das ist jetzt nicht das klassische Handwerk von Kingsley Coman, der Kopfball. Aber dennoch, die Bayern generieren immer wieder gefährliche Aktionen. Wenn gleich jetzt Gladbach kommt, Embolo. Ja, so einfach geht's nicht für den Schweizer. Gut gemacht von Upamecano. Halbe Stunde noch, etwas mehr. Noch haben wir keinen Treffer hier gesehen in München. Die Fans warten sehnsüchtig darauf. Gnabry. Guter Pass. Lewandowski! Aber immer noch nicht. Abseits. Gut gesehen vom Schiedsrichter gespannt. War eine knappe Kiste. Robert Lewandowski, der Top-Torjäger eh und je, macht hier alles richtig. Steht nur das Mühe zu weit vorne im Abseits. Glück für die Gladbacher. Schon wieder. Und fast kriegen sie hier die Chance auszugleichen. Man muss ja irgendwann mal mitkriegen, dass hier nicht alles nach Plan verläuft, aber die Bayern kriegen Chance um Chance. Und es hängt auch viel in den Händen von Jan Sommer. Nach meinem Geschmack etwas zu viel in diesem Moment. Kimmich. Lewandowski, gut gesehen. Goretzka, jetzt ist er drin. Führungstreffer. 1:0 für die Bayern. Leon Goretzka schießt das erste Tor in dieser Saison. Ihm gehört der Moment. Schönes Tor für den Mann, der einst aus Schalke zu den Bayern kam. Erster Treffer logischerweise in dieser Saison. Es werden sicherlich noch weitere folgen. Er zeigt, warum er so unfassbar wichtig ist. So, und jetzt haben die Bayern aber endgültig Blut geleckt. Ja, der Ball von Coman eher bescheiden. Davies. Stindl. Embolo. Die Taktik in der zweiten Halbzeit geht überhaupt nicht auf bei Jermain Costa und Gladbach. Rückstand, vielleicht jetzt mal mit der Antwort. Player! Thuram. Ball ist noch im Spiel. Nochmal Thuram. Eieiei. Also die Bayern spielen da nicht nur Ping-Pong mit dem Ball, sondern auch mit dem Schicksal, hier gleich den Ausgleich zu kassieren. Eines Meisters ist der Auftritt bislang noch nicht würdig. Das steht fest. Dafür Gladbach. Bislang aber zu ungefährlich. Neuer faustet heraus. Zakaria. So, und immer wieder der Versuch, diese weiten Bälle Sané in Szene zu setzen. Klappt Benzebaini, kommt nicht ran. Gnabry hat mehr Zeit und mehr Platz, als er sich hier zugestehen will. Deswegen der Kopfball.
Gute Viertelstunde noch. Noch alles offen hier in München. Sané, wieder dieser spektakulär schiefgegangene Grätschversuch. Kimmich. Nächster Versuch. Gnabry! Super von Sommer. Genauso super natürlich auch die Konferenz am Sonntag mit Union gegen Bayer Leverkusen, Mainz gegen Leipzig und Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Das natürlich auch nicht verpassen. Auch da wird man natürlich in München so ein bisschen hinschauen. Jason Schramm, ja, Ex-Trainer in Frankfurt. Konnte dort von sich überzeugen. Jetzt gibt es noch die nächste gelbe Karte für Ginter. Wir erinnern uns an das Foul. Das definitiv die richtige Entscheidung. So, jetzt gibt es nochmal Wechsel. Wir warten auf die Einblendung. Vielleicht sehen wir es auch schon vorher. Jonas Hofmann auf jeden Fall neu dabei bei Gladbach. Hermann mit in die Mitte gerückt. Musiala neu bei den Bayern. Wer bleibt, ist Lewandowski. Guck mal. Lewandowski, abseits. Kriegt Gladbach noch diese eine Chance zum Ausgleich oder bleibt es Münchener Dominanz? Lewandowski. Guter Lauf wie Ginter. Das muss die rote Karte zur Folge haben. Gibt es auch. Und zwar direkt kein Gelb-Rot, sondern Rot. Notbremse gegen Lewandowski. Und jetzt haben wir eine ähnliche Situation wie im ersten Durchgang. Aber wer wird den Freistoß schießen? 20 Meter. Und die Chance zur Entscheidung. Es ist die Variante vollkommen missglückt. Gladbach, jetzt in Unterzahl. So gesehen hat sich die rote Karte gelohnt. Es gab keinen weiteren Gegentreffer, aber sie müssen das Spiel auch aufbauen nach vorne. 2 Minuten gibt es obendrauf. Thüram. Ist das nochmal dieser eine Gladbacher Moment? Embolo. Stindl. Er muss doch abschließen. Stindl! Neuer. Und da war die Riesenchance. Nochmal Eckball. Neuer faustet. Ball noch in der Luft. Nochmal Neuer. Und es gibt nochmal den Eckball. Zitterpartie hier in München. Was eine Schlussphase. Deiner. Hey, Vidi! Hat nochmal die Chance. Das gibt's ja nicht. Bayern München gewinnt ganz knapp mit 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach, die sich zusammenreißen, aber zu spät im allerletzten Moment nochmal die Chancen haben. Aber die Bayern, der Meister gewinnt diesmal im Eröffnungsspiel der deutschen virtuellen Fußballliga 1:0 durch den Treffer von Leon Goretzka. Insgesamt ein verdientes, aber hochspannendes Spiel. Und damit verabschieden wir uns hier aus München. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen aus München, aus der Allianz Arena zum ersten Spieltag der deutschen virtuellen Fußballliga. Klasse Steckpass, Lewandowski, zu viel Platz, Lewandowski! Lewandowski, gut gesehen. Goretzka, jetzt ist er drin, Führungstreffer! Lewandowski. Guter Lauf wie Ginter. Das muss die rote Karte zur Folge haben. Deiner. Hey, Vidi! Aber die Bayern, der Meister gewinnt. Diesmal im Eröffnungsspiel der deutschen virtuellen Fußballliga 1:0 durch den Treffer von Leon Goretzka.